Die endoluminale Lasertherapie ist ein neues Verfahren, mit dem wir große Krampfadern behandeln können, und zwar unter Umgehung der sogenannten konventionellen Stripping-Operation. Der Patient kommt zu uns, er wird in örtlicher Betäubung behandelt und kann circa eine Stunde später wieder nach Hause gehen. Vollnarkose oder Teilnarkose, die sogenannte Rückenmarksanästhesie, entfallen. Bei der Elvis-Methode entfallen die üblichen Schnitte. Wir müssen keinerlei Fäden setzen, auch keine Fäden müssen gezogen werden. Bei der Lasertherapie fahren wir mit einer speziellen Fieber in die Vene hinein und schieben die unter der Haut in der Vene bis zur Leiste, dort wo sie in das tiefe Venensystem einmündet. Dort wird diese Fieber dann mit Ultraschall genau kontrolliert, die Position, und dann führt diese Laserenergie dazu, dass die Vene verschrumpft. Man kann sich das vorstellen wie eine Röhrennudel, die anschließend aussieht wie ein geschlossener Spaghetti. Bei uns behandeln wir bei diesem Verfahren ohne Kompressionsstrümpfe und ohne dicke Verbände. Das heißt, ein Verband ist für 24 Stunden notwendig, danach nicht mehr. Die Arbeitsunfähigkeit ist auf ein Minimum reduziert. Fast 90% unserer Patienten können am nächsten, spätestens am übernächsten Tag wieder arbeiten. Der Eingriff selbst ist schmerzfrei, man bekommt eigentlich gar nichts davon mit und ist relativ schnell wieder fit.